Ich habe Dennis schon getroffen in Toronto, habe mit ihm auch ein bisschen gequatscht und gefragt, hey, er hat mal ein Interview gegeben vor ein paar Wochen im Kicker. Er freut sich schon drauf, wenn er dann zurücktritt und dir so ein bisschen die Fackel übergibt und du das Ding leitest aus deutscher Sicht. Hast du schon ein bisschen über das olympische Turnier nachgedacht, jetzt wo die Gruppe sich mehr oder weniger erklärt, Lettland vielleicht noch dabei? Ja, ich habe die Gruppe gesehen, neulich war der Coach auch da und da haben wir natürlich ein bisschen drüber geredet und ja, es ist vor allem sehr viel Vorfreude natürlich dabei, nicht nur auf Olympia, aber auch einfach auf das Team wieder und die Jungs wieder zu sehen, das ist immer eine coole Situation und sonst bin ich relativ viel im Tunnel, muss ich sagen. Also ist jetzt auch meine erste NBA-Saison, wo es jetzt auch im April noch sehr wichtige Spiele gibt. Von daher will ich die Chance auch nutzen. Ja. Jetzt war der letzte Sommer auch lang. Wir haben schon mal alle untereinander so ein bisschen gequatscht. Bist du safe, dass du Olympia auf jeden Fall spielen wirst? Oder sagt der Körper und vielleicht auch die Birne vor allen Dingen mal jetzt? Ich habe sehr, sehr viel Bock auf Olympia. Und ja, also Klopf auf Holz, aber... ich habe da auf jeden Fall Bock dabei zu sein und gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass eine große Belastung ist und schätze das aber auch voll wert, dass ich das Vertrauen und so bekomme von den Leuten und ja, freue mich sehr drauf.